Ich hab euch lange nicht. Aber was für. Ich wollte schon sagen, was für nicht gesehen, aber. Yo Leute, was geht ab? Ich bin so nice und. Naja, also ihr seht. Okay. Also ihr seht hier, ich bin in der internationalen Raumstation. In der anderen Perspektive. Ich muss die andere Perspektive. Ich hoffe mal, das stört euch nicht, dass es ne? Im Hintergrund sind gerade so Geräusche. Naja, jetzt zeige ich euch mal den anderen Perspektiven. Von wo es jetzt gerade macht. So von außen. Ich hoffe mal, das gefällt euch hier. Also, die Module habe ich selbst angedockt. Das hat wirklich lange dafür gebraucht. Jetzt wisst ihr auch, warum ich. Weil ich das auch. Also ich spiele hier das eigentlich habe ich das nicht ganz selbst gebaut, sondern ich habe nur Raketen gebaut und da hat sich einfach das ergeben. Jetzt kann ich schon einfach mal andocken. Okay Leute, ich bin ehrlich. Ich kann nicht andocken, sondern ich bin halt ein bisschen so der Profi im Raketenbau. Aber ich hoffe mal, die internationale Raumstation gefällt euch auf jeden Fall mal trotzdem. Ich mache ja erstmal kurz eine Tagesseite. Sieht schon doch einmal viel besser aus. Dieser schöne Ausblick, ne? Unsere Umlaufbahn, die wir hier gerade fliegen. Und ich nehme natürlich auch auf dem PC auf. Ich bin jetzt kein Was sage ich dir da überhaupt? Wenn ich überhaupt eigentlich schon andocken kann, dann kann ich hier auch Docking Port andocken. Guck mal, ihr hört auf jeden Fall auch meine Maus, die ist auch ein bisschen laut. Das Rad ist sehr laut. Entschuldige mal. Ey, in meiner Umlaufbahn, das ist ein Gesetzverbot. Ich glaube, das war von meinem Shuttle, das Modul, was ich abgedockt habe. Ach,
Wir haben noch ein bisschen mit Power gegeben, wegen Sport. Viel Power. Diese ISS, die ich gedownload habe, so mit diesen ganzen Power Solar Panels. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Oder wenn ihr wollt, dass ich einmal wenigstens versuche mit euch. Warte, ich muss diese ISS ganz ein bisschen drehen. So. Damit es auch ganz schön gleichmäßig ist. So. Aber schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ich mal eine Shuttle-Rakete zu der ISS fliegen soll. Und dann schreibt einfach Hashtag andocken. Dann weiß ich, ihr wollt die Shuttle-Rakete haben. Weiß ich, dass ihr die Shuttle-Rakete haben wollt. Ist das ein Bug oder habe ich nie getroffen? Viel besser. Nicht, dass mich jetzt irgendwie so ein Fragteil trifft. Von der internationalen Raumstation. Ich hoffe mal, dass langweilt euch nicht, wenn ich nur eine Folge von der internationalen Raumstation mache. Ich hoffe mal, das ist für euch okay, wenn ich nur eine Aufnahme von der internationalen Raumstation mache. Vor allem, ich muss ja noch so Außenarbeit machen. Das ist ja noch sehr viel wichtig. Wirklich wichtig. Außenarbeit zu machen. Und zum Beispiel, wenn da irgendwas außen nicht stimmt, dann muss ich noch Außenarbeit machen. Aber soweit stimmt alles. Da ist ein Fallschirm dran, in diesem blauen markierten Ding. Wieso denn? Ich will doch nicht auf der Erde landen, das ist gefährlich. Dann könnte die nationale Raumstation abbrennen. Das will ich nicht. Ich weiß, dass sie wirklich heil bleibt. Wegen der war wirklich teuer. Diese internationale Raumstation, die war wirklich teuer. Okay, kann aktivieren.
egal, ich weiß nicht so ganz, ob das hier gerade ein Grafikbug ist oder keins. Astronauten auf einer freien Liste.
Thank you.